Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2 Montagstour. Ja, ihr seht schon, wir sitzen hier in einem nicht normalen LKW, sage ich mal. Das ist nämlich ein Mod. Ja gut, die Kabel sind jetzt noch ein bisschen zu kurz, aber naja, gut. Ja, ihr seht schon, ein neuer Anhänger in der Version 1.28. Dann werfen wir den LKW doch mal an. Die Kuppel ist jetzt nicht so da, aber egal. So, aber er hat einen schönen V8, glaube ich, ist das, ne? Muss hier reinfinden und hier drauf gehen. Ja, und wie ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Wir, upsala, das wollte ich nicht. So, wir haben geladen, Holzbalken 22 Tonnen. Wir müssen nach Toulouse zu Wilnet Transport. Upsi. Den sechsten Kampf fährt der LKW immer nicht so gut an. Ja, wir kriegen für das ganze 7000 Punkte. Ist jetzt eine Montagstour, aber es geht auch um Spaß haben mit dem LKW hier. Ich hoffe, das läuft genug, dass ihr es ganz schön hören könnt. Und vielleicht werden wir das Ganze hier in 2 Stunden packen müssen. 3 Stunden könnte knapp werden. Wir fahren einfach mal so schnell, wie wir können. Damit wir es vielleicht in dieser Folge schaffen. Wenn wir ganz knapp davor sind, mache ich es alleine zu Ende. Ja. Wie gesagt, in der Version 1.28. Leider habe ich jetzt keinen Tandem-Trailer gefunden. So auf die Schnelle. Ich hoffe, die Tonspur passt. Ja, Folgenlänge 10 Minuten. Die, die meine Videos öfters gucken, wissen warum. Okay, und hier geht es dann auch schon direkt auf die Autobahn. Rechts wird es nach Paris gehen, da wollen wir natürlich nicht hin. Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr gut gelungener LKW. Also das kann man nicht bestreiten. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Aber ich glaube... Wir gucken gleich nochmal nach. So. Ja, Pro Mods kann ich jetzt erstmal nicht mehr spielen. Wegen der 1.28. Ich hatte sowieso ein paar Abstürze bei manchen Städten, wobei ich da leider nicht weiß, woran es lag und wieso, weshalb, warum. So. Ja, wie gesagt, 22 Tonnen Holzbalken. Ich weiß nicht, wie viel man die braucht. Ist wahrscheinlich für den Baumarkt, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob Toulouse einen Baumarkt darstellen soll. Fällt der Sound auch richtig gut vom LKW. Ich glaube, der Anwesen ist mir nicht sicher, weil ich kenne jetzt ehrlich gesagt noch nicht den Mods, habe ich nicht drin. Wenn er den... Gott, ey, was ist los? Wenn er will, wenn er nicht neu ist, dann werden wir halt einfach nur Spaß haben mit dem LKW. Ich meine, da bin ich mir sicher, dass das ein Mod ist. Hoffentlich. Jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, kann es auch sein, dass es keiner ist. Doch, es ist ein Mod, glaube ich. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Alles klar, Brems. Kollege. Aber immer noch 5%, sehr schön. So, ich glaube, diese große Tafel da bei dem Anhänger ist, glaube ich, auch neu. Die kommen mir auch unbekannt vor. So, komm, Elefanten rennen hier, aber der größte Klasse. So, dann können wir das erstmal anziehen. Und da kommt direkt eine Baustelle. Ich weiß es nicht. Immer noch mit Haarschaltung und vergessen das Radio anzumachen. Viel zu laut, hätte ich mal gesagt. So vielleicht. Okay. Ja, weiter geht's hier. 2 Stunden noch. Ich glaube, wir haben 1 Stunde in 4 Minuten geschafft. Den schaffen wir es leider nicht in dieser Folge. Aber es ist echt viel Gewicht. 22 Tonnen. Ich meine, überleg mal, wie lange ein Mensch brauchen würde, wenn er das zum Ziehen kriegt. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, ansonsten hier der LKW auch mit anderen Leuchten und so weiter. Die Anzeige ist, glaube ich, normal. Ja, die ist normal, glaube ich. Dann machen wir sie mal auf
Ja, und hier auch sehr schön. Und das Hubschrauber. Macht ihr denn hier weiter? An dem Ort, wo wir begonnen haben. Aber es wäre ja trotzdem ärgerlich für mich dann auch, wenn ich diese Folge zweimal aufnehmen muss. Diese Tour auch vor allem.
gut abgefahren, würde ich mal sagen. Ja, es wird wohl leider nichts mehr in dieser Folge. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich werde die Folge natürlich noch nicht beenden, sondern einfach zu Ende gehen lassen mit dem Aufnahmeprogramm. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Montag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, dass wir hier ein paar Sachen rumfahren. So, mal gucken, ob wir es tatsächlich noch schaffen, diese Folge. Ich denke eher weniger. Aber die Verabschiedung ist schon mal dabei. Das ist schon mal gut. Ich finde es immer nicht so schön, wenn die Verabschiedung nicht drauf ist dann. Deswegen mache ich die jetzt immer lieber ein bisschen früher. Aber dann ist sie wenigstens dabei. Ich finde es immer so unfreundlich, sozusagen. Wenn man sich vom Video nicht verabschiedet. Also mit Absicht. Ich mache es ja nicht mit Absicht tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie viel.